Die Musiker sind geblieben und die Premiere findet pünktlich statt. Am Freitag, den 13. August. Mitten im Publikum und ausgerüstet für alle Notfälle, Frau Bös. Ja, hoffentlich geht alles gut. Ich werde gut gebrauchen. Mit kleinen Geschenken wünschen alle einander Glück. Das Souvenir. Von Percy Millard hat er selbst gebastelt. Und das ist von der Anke. Hals- und Beinbruch hier, original. Mit einem Glückskeks. Ich bin noch ein bisschen müde, so, aber der Körper hält seine Säfte zusammen. Und habe eigentlich den ganzen Tag nur geschlafen und gegessen, damit ich nachher Volldampf geben kann. Ja. Großen Teller Spaghetti. Lass es auf mich zukommen. Das wäre wirklich schön, wenn mein eigenes Handy dann klingeln würde. Das wäre wirklich wunderbar. Ein herrlicher Gag. Der Saal ist voll besetzt. Mehr als 800 Zuschauer. Es beginnt. Schau ihn dir doch an. Ja, Pedro wird der Martha folgen ins Tiefland. Aber nicht ohne sich vorher gebührend zu verabschieden. Soll dem Publikum Pedros Gesang nur noch wie ein fernes Echo aus den Bergen vorkommen. Die Sonne leuchtet. Für Sonja geht es heute um besonders viel. Im Publikum sitzt der Frankfurter Operndirektor. Wenn sie den Abend meistert, könnte es mit einem Engagement in Frankfurt am Main klappen. Gleich kommt der Einsatz für den Chor. Szenenapplaus. Das Publikum ist hingerissen. Aber in der Pause große Aufregung. Irgendwas war mit dem Licht. Der Computer abgestürzt. Das ganze Einleuchten umsonst. Also, dass das hier so ein bisschen chaotisch aussieht, liegt daran, dass wir den Stromausfall hatten, die Elektronik gesponnen hat vom Lichtpult und wir mussten eben während dem laufenden Stück aufs Handpult umschalten, ohne dass es das Publikum merkt. Die Knöpfe reagierten gar nicht da oben. Das ist bitter, sowas. Von den Problemen auf der Beleuchterbühne hat das Publikum kaum etwas bemerkt. Alle sind gebannt vom Kampf des Hirten gegen den Herrn. Ich
Die Zuschauer hält es nicht mehr auf den Sitzen. Das war eine sängerische Leistung erster Güte. Leute zu sehen. 12 Minuten Schlussapplaus. Ein Riesenerfolg. Noch eine Vorstellung, dann ist alles vorbei. Für ein Jahr wird Bad Orb wieder ein ruhiger, kleiner Kurort sein.